Weiter geht's in The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wir müssen zur Sora-Bucht, denn Lord Jabu Jabu ist anscheinend hier dabei auszurasten. Vielleicht will ich noch ein Herz? Aber ich glaube nicht. Ein bisschen Blasentang. Kann man auch gebrauchen. Wo ist er, der Fisch? Zeig dich. Oh, hier könnten wir Bomben gebrauchen. Huch, das war falsch. Sorry, Schwein, ich wollte dich nicht ertränken. Nice. Ein wundersamer Kristall. Den nehmen wir mit. Und ja, wo Lord Jabu Jabu genau ist, weiß ich nicht. Die Sora-Bucht ist ja auch etwas größer. Es müsste eigentlich schon hier um diese Stelle sein. Seltsam. Ich weiß, auf der Karte wird mir ein anderer Ort angezeigt, nämlich hier oben. Aber, die Oberhäute sind zur Verfolgung zur Sora-Bucht aufgebrochen. Also es muss schon irgendwie hier sein. Ich versuch's mal hier am Strand. Ach, da ist mein Herz. So. So, hier war der Shop. Ja, hier unter dem Fluss vielleicht. Aber hier ist gleich die Sora-Domäne. Hm. Jabu Jabu ist direkt vor mir vorbeigeschwommen. Und zwar in Richtung Osten. Alles klar. Das hilft mir schon eher. Ja, das ist nicht so gut. War das Dread? Was stimmt jetzt so herum? Sora-Bucht in Gefahr. Oh. Eines entkommen. So ein Blödsinn. Nice. So, hier sind ganz viele Qualis. Ach, da in der Höhle. Boah, ist der Fels schwer. Da war doch das Sora-Kind drin. Ja, Zelda. Wie du siehst, gibt es hier ein gewaltiges Problemchen. Ich habe vergessen, wie ich Dread immer spreche. Mein Sohn und Kushara, sie wurden in der Höhle eingeschlossen. Ich hatte meinen Sohn aus den Augen verloren und er tauchte auch noch plötzlich Lord Jabu Jabu auf. Kushara kam gerade vorbei und hat bemerkt, dass mein Kleiner in der Höhle ist. Also ist sie hinterher. Tja, und dann gab es einen Felsrutsch und die Höhle war blockiert. Was soll ich nur tun? Ich kann verstehen, dass du und dein Kind besorgt bist, aber bitte habt doch kurz Geduld. Ich räume den Weg frei. Ist er stark? Ich meine, er sieht stark aus, aber ist er stark? Leichter gesagt als getan. Vielleicht wäre es besser, einen anderen Zugang zur Höhle zu suchen. Ha! Keine gute Gelegenheit, um unser Anliegen vorzubringen. Vielleicht ergibt sich ein guter Moment, wenn wir erstmal die Leute aus der Höhle befreien. True, ich glaube, wir werden nie die Möglichkeit haben, mit denen zu reden. Aber ich weiß ja, wo hier ein Durchgang ist, weil ich ja hier schon die Höhle erkundet habe. Ah. Den schönen Lichtern hier. Und den Laternenfischen, die eigentlich nur Myrrhfische sind. Eine höheren Stufe. Kiste. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich dachte, ich hätte diese Höhle eigentlich von der richtigen Seite erkundet. Vielleicht ist das hier die richtige Seite. Naja. So, da ist Kushara ziemlich weiß auf einmal. Ich dachte, wäre blau. Keine Angst, mein Junge. Irgendjemand wird uns zur Hilfe eilen. Nee. Du bist doch die Julianerin von eben. Bist du für etwa ganz allein durch die monsterverseuchten Gewässer geschwommen? Ja. So langsam wird mir klar, dass du nicht einfach irgendwer bist. Nun, jetzt gilt es von hier erstmal zu entkommen. Die Kanäle sind angesichts der Lage zu gefährlich. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich kann das öffnen. Wenn nur jener riesige Felsen nicht wäre. Ich habe mich redlich bemüht, konnte jedoch keinen Soll weit bewegen. Wir kommen nie wieder hier raus. Ja. Weißt du vielleicht Rat? Ich nutze meine krassen Fähigkeiten. Dann klappt das schon. Ha. Oh, der Fels. Ungeachtet seines gewaltigen Gewichts ist es dir gelungen zu bewegen. So können wir vielleicht hinausgelangen.
Erlaub mir zu fragen, wie heißt du? Zelda? Der Name klingt vertraut. Wie dem auch sei, ich danke dir. Jetzt sagt er, hat den Fels davor weggeräumt, oder was? Jetzt können wir deinen Sohn erreichen. Also, schnell, schnell. Ja. Ach, mein lieber Kleiner, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Na nur, Dread, was hast du denn hier zu schaffen? Na, ist doch wohl klar, wie Flusswasser. Ich wollte mich dafür revanchieren, dass du einen von meinen, Zelda. Wie bist du denn in die Höhle gekommen? Alles ist gut, mein Liebling. Wir können jetzt zusammen raus, verstehst du? Auf deine Mutter, Kleiner. Es besteht kein Grund mehr zur Sorge. Das Sorge hätte eigentlich mit Z geschrieben werden müssen, nach der Sora-Rechtschreibung, aber okay. Der ist steif wie ein Stockfisch. Mit Worten kann man da nichts ausrichten. Oh nein. Na, Kleiner. Das war toll. Jetzt habe ich gar keine Angst mehr. Vielen Dank, lieber Flussbewohner. Unsere Flussvolkmusik macht allen denen voll Angst. Die Flossen zittern neuen Mut. Ist das so? Da kann ich selbst keine Kritik üben. Das war ein vorzügliches Spiel, Dread. Wer hätte gedacht, dass deine Musik einmal einem der meinigen so heilsam sein würde? Und du hast einem von meinen Leuten geholfen. Ist doch absolut klar, dass ich mich da revanchieren muss. Eben war keine Zeit dafür, aber ich wollte mich noch bei dir bedanken. Du hast wirklich toll gespielt. Ach, das war doch nichts Besonderes. Schau uns an, wie wir uns plötzlich gegenseitig Komplimente machen. Passt doch gar nicht zu uns. Hör zu, Dread. Sollen wir unsere Querelen nicht vorübergehend begraben und an einem Strang ziehen? So ein Zufall, ich wollte gerade dasselbe vorschlagen. Dann sind wir uns ja einig. Mit deiner wackeren Hilfe wird jeder Gegenströmung nur noch halb so stark sein. Guscha hat das letzte Wort. Gut. Wie bitte? Du möchtest, dass wir vor Lord Jabu Jabus Heimstätte musizieren? Zelda, so lautete doch dein Name, richtig? So ungern ich meiner Wohltäterin eine Bitte ausschlage, wir müssen Lord Jabu Jabu auf der Spur bleiben. Nein, wartete. Vielleicht ist Zeldas Idee gar nicht so schlecht. Wie meinen? Während du hier eingeschlossen warst, habe ich gesehen, wie Lord Jabu Jabu Richtung Norden abgedüst ist. Könnte es nicht sein, dass er genug gewütet hat und sich jetzt erstmal in seiner Heimstätte ausruhen will? In der Tat, derartige Bewegungsfreude ist für Lord Jabu Jabu ja auch gänzlich untypisch. Der fette Fisch bewegt sich nicht. Wohlan, Zelda, dann soll deine Bitte doch nicht auf taube Ohren fallen. Begeben wir uns dorthin. Wir sehen uns in Lord Jabu Jabus Heimstätte. Okay. Auf zu Lord Jabu Jabus Heimstätte. Wir schwimmen jetzt auch mal nach Hause. Vielen Dank für die Hilfe. Danke. Ja, gerne. Die Sora-Bucht war in Gefahr, doch sie ist nicht mehr in Gefahr. So, neues Ziel. Naja, damit habe ich gerechnet. Ja, zum Schiff komme ich wahrscheinlich immer noch nicht. Lord Jabu Jabu scheint sich wieder in seine Heimstätte zurückgezogen zu haben. Kushara und die anderen sind auch dorthin aufgebrochen. Ob es ihnen wohl gut geht? Ich hoffe doch. Dann gehen wir auch mal zum... dahin. Nicht zum Brackplatz, sondern hier oben hin. Also Flüsse ist von der Heimstätte wirklich nicht mehr da, aber das, was da ist, das reicht uns. Was ist das denn? Ah, Zelda. Lord Jabu ist tatsächlich in seine Heimstätte zurückgekehrt. Du willst also durch dieses Tor, ja? Dann werden wir sogleich zur Tat schreiten und hier musizieren, auf dass sich das Tor öffne. Ein Problem gibt es allerdings noch. Durch Lord Jabu Jabus Tollheit wurden auch die Altäre in Mitleidenschaft gezogen. So ist es nur schwerlich eine Vorstellung möglich. Wir müssen die Altäre irgendwie wieder in Schuss bringen. Aber wie kriegen wir das hin? Mit gutem Mut und Tatkraft. Zuerst einmal müssen wir die Trümmer zur Seite räumen. Wir ist klar. Ah, das ist dann ein Teil des Altars. Na gut.
Aber es kam mir sofort komisch vor. Ich meine, es ist nicht geklebt oder so, aber es hält erstmal. Nun steht dem Konzert nichts mehr im Wege. Zelda, erneut sind wir dir zu Dank verpflichtet. Warte kurz, während wir alles bereit machen. Okay. Ja, das war. Hast du was wie eine Katze ziehen? Schön. Das klingt viel besser als bei dem Konzert auf dem Brackplatz. Was war denn jetzt anders? In Harmonie zu musizieren ist so viel schöner. Ach, macht das einem Spaß. Du hast wahnsinnig gut gespielt, Kushada. Doch dein Spiel war gar nicht übel, Dread. Harmonie? Vorher haben sie doch auch schon zusammengespielt. Ich verstehe nicht, was jetzt so anders war. Die beiden scheinen jedenfalls viel glücklicher als vorher. Dread, ich möchte mich in aller Form bei dir entschuldigen. Meine Kritik an deiner Musik war wirklich unverschämt und unangebracht. Kushada! Für mich gilt absolut das Gleiche. Ganz dicke Sorry. Zelda, du musst lange genug ausharren. Das Tor ist nun offen. Und vielen Dank nochmal. Ohne dich wäre all das hier nicht möglich gewesen. Wollen wir uns hineinbegeben und dort Jabu Jabu unsere Aufwartung machen? Jawohl. Na, oh. Schön, wie sie zusammenarbeiten können. Großer Lord Jabu Jabu, bitte spuk unsere Freunde wieder aus. Es schmerzt uns gar sehr, sie nicht mehr bei uns zu haben. Ich hab ne Idee. Wenn ihr uns zusammen musizieren hört, so wie eben, kriegt ihr doch bestimmt auch wieder gute Laune. Ein brillanter Einfall, dann lass uns erneut unser Stück anstimmen. Gut. Immer noch sauer? Ich renne verstimmt nicht mit ihm. Das fällt dir jetzt auf? Zelda, meinst du, dieser Riesenfisch ist vielleicht auch nur ein Doppelgänger, der aus dem Riss gekommen ist? Ein Doppelgänger? Das kann doch nicht. Wenn man ihn sich so ansieht, könntest du tatsächlich recht haben. Doppelgänger, wovon sprichst du? Ich habe nur wiederholt, was das kleine Kugelfisch gesagt hat, das dort direkt neben Zelda schwebt. Ach, stimmt ja. Dread wurde vom Riss verschluckt, deshalb kann er mich jetzt sehen. Ja, man halten die das sehr konstant. Das klingt wunderlich, aber angesichts der sonstigen Ereignisse sollte ich euch wohl Glauben schenken. Ja, wirklich. Wenn wir es mit einem falschen Fisch zu tun haben, müssen wir ihm eine Tracht Prügel verpassen und alles ist wieder gut, oder? Es klingt irgendwie etwas arg vereinfacht, aber im Grunde kann ich nicht widersprechen. Legen wir los. Kämpfen die jetzt gegen ihn? Oder soll ich kämpfen? Ich soll kämpfen, ich sehe schon. Wir folgen dir in die Schlacht. Also los. Nanu? Was ist denn jetzt los? Wir wurden von Zelda getrennt. Ihr Glücklichen. Zelda, mit diesem Riesenfisch kann ich einen Zugang zum Riss öffnen. Aber im Moment ist daran nicht zu denken. Wir müssen ihn irgendwie dazu bringen, dass er stillhält. Er kotzt Fische und Seerosenblätter. Erstmal schlafen. Das ist mal mit Bomben. Oh, Bombe ist vielleicht schlau. Ja. Er funktioniert wie Dodongo. Ist aber wirklich im Strahl. Aua. Oh.
blödes Vieh. Nö, nicht mich. Ah, sofort den Fisch, den Bombenfisch getötet. Wie gemein. So, das hat geklappt. Ich würde sagen, der Fisch ist weg. Und Ivana und, wie hieß denn noch die andere? Inava, nicht Ivana. Chef, ich hatte solche Angst. Inava, ich werde nicht mehr. Der ganze Schlamassel tut mir echt leid. Ach genau, Rockmar. Rockmar, auch ich bitte dich um Verzeihung. Du hättest dich nicht für mich in solche Gefahr begeben sollen. Um euch zu beschützen. Ach, jetzt rede ich schon wie Dread. Um euch zu beschützen, würde ich alles geben. Ihr braucht euch nicht den geringsten Vorwurf zu machen. Was sag mal, Chef, seit wann verträgst du dich denn jetzt wieder so gut mit Kushara? Es ist einiges passiert. Jedenfalls arbeiten wir jetzt wieder zusammen. So ist es. Und auch die Rolle von Zelda in dieser Angelegenheit soll nicht unerwähnt bleiben. Ihr seid so erwachsen und vernünftig. Ich bin stolz auf euch. Fyvar, eine freudige Entwicklung. Wenn mein Aufenthalt in Lord Jabu Jabs Bauch der Preis dafür war, habe ich ihn gern gezahlt. Doch wenn dieser Lord Jabu Jabu ein Doppelgänger war, wo befindet sich denn das Original? Vielleicht wurde er vom Riss verschluckt. Dann gibt es also nichts, was wir für ihn tun können. Moment mal. Zelda, kannst du vielleicht dort Lord Jabu Jabu auf dieselbe Weise retten, wie du mich gerettet hast? Du bist die Einzige, an die wir uns wenden können. Würdest du uns bitte deine Unterstützung gewähren? Tja, habe ich eine Wahl? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich bin aber früh. Naja. Öffnen wir diesen Riss ins Wasser. Weiche zurück, Zelda. Und hinein. Mhm, hier ist Wasser, ja. Jabu-Gewässer im Nichts. Ist aber noch nicht der Dungeon. Falls es überhaupt einen Dungeon gibt. Weil ich habe mittlerweile das Gefühl, das ist alles sehr, sehr lang und vielleicht gibt es einfach gar keinen Dungeon hier in den Jabu-Gewässern. Was ich schade fände, muss ich schon sagen. Aber passiert ja irgendwie bei den Fischsachen öfter. War ja in Wind Waker auch so, dass es da einfach keinen Dungeon gab. Muss weiter hoch. Doch wie? Das war nicht so erfolgreich. Ich mache das immer an der falschen Stelle. Okay, das reicht schon. Zelda, ich verstehe dein Problem nicht. Gut. Ebenso.
Okay, ich bin mir sicher, der Weg, den ich gehen muss, der ist schon hier in die Richtung. Aber wie ich ihn gehe, das weiß ich nicht. War schmerzhaft, aber es war notwendig. Jetzt komme ich ja auch nicht hoch. Okay, das reicht nicht. Wenn ich das jetzt wegmache, falle ich runter, ne? Ich habe das Gefühl, mir fehlt irgendwas Wichtiges, um hier weiterzukommen. Skill. Vielleicht ist es das. Die Sache ist halt, von hier werde ich nicht hochkommen, weil das ist einfach zu weit. Hm. Ja, das war kein Erfolg. Im Grunde muss ich hier hoch. Nur das reicht halt nicht. Außer... habe ich einfach das dumme Bett gepackt. Shit. Das reicht auch nicht. Oh, wie soll ich jetzt da hochkommen? Oh mein Gott. Es gibt wahrscheinlich eine super einfache Lösung dafür. Ich bin nur nicht fähig genug. Oh, das könnte eine Lösung sein. Haha! Ja, man muss hier manchmal nachdenken. Das ist natürlich schwierig für manche. Aber nicht für mich. Ja, Rubine kann ich auch immer gebrauchen. Ich habe ja meine ganzen Rubine verbraucht. So, dass ich mich alle Spiel leisten konnte, was ich eigentlich ja, machen wollte. Naja. Wasser? Ich kann mir Wasser merken? Wasserblock. Oh, okay. Gut, ich kann mir Wasser merken. Auch hier? Oh Leute, ich kann jetzt einfach einen Aufzug bauen. Ja. Okay, das Wasser muss auf jeden Fall auf irgendeiner Platte sein, weil sonst fällt es runter. Unrealistisch. Ja, ich war zu optimistisch. Aber das geht. Okay, dann finde ich es seltsam. Dann verstehe ich die Mechanik nicht so ganz. So ein bisschen an Mario Galaxy mit den Wasserblöcken, durch die man schwimmen konnte im Weltall. Oh, nicht die. Hier liegt ein Boot. Jetzt geht das. Wenn ich das einfach so mache, dann fällt das runter, ne? Ja. Sobald die keinen Landkontakt haben, fällt's runter. Naja. Macht das mehr aus?
Wie viel denn? Das Problem, ich muss ja mit meiner Energie sparsam umgehen. Schnell weg. Nicht ganz der Weg, den ich gehen wollte, ist aber okay. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Eine Fee. Vermute, das ist nice genug. So, aber wo ist jetzt der Fisch? Die Wasserblöcke sind eine Lüge. Die tauchen sogar auf. Was ich jetzt sehr seltsam finde, wenn ich so ausspreche, aber so ist es eben. Okay. Ich mag die Mechanik. Ich finde das gut. Ich weiß, ich klinge nicht immer so, aber ich finde das cool, das mit den Wasserblöcken. Das ist wirklich nice. Und die Flusspferdchen sind es auch. Ach, ich war aber ja doch da gerade richtig. So ein Mist. Aua. Die Frage ist halt, wie komme ich hier hoch? Was ist hier das Ziel? Ach so. Aber das wird zu einfach. Ach so, ich kann einfach hier... Und was ist halt schon zu einfach? Mal wieder ein bisschen Geld. Haben wir den nicht auch gesucht? Wenn wir den Ritt schließen, wird er wieder normal. Nein! Aua! Was für ein Erfolg. Und dann haben wir doch einen Dungeon. Ich kann meine Gefährten in der Nähe spüren. Wenn nur die Monster nicht wären. Okay, die Jabul-Ruine. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Ich freue mich drauf. Bis dahin wie immer nur das Beste. Macht's gut. Oh, ich bin so froh, dass es doch einen Dungeon gibt. Ich hatte jetzt wieder Angst, dass das einfach ohne Dungeon ist. Weil die Dungeons sind echt nice im Spiel. Aber wenn ein Dungeon einfach fehlt, es gefällt mir nie.